So. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Playthrough oder Stream zu Spy Die Saxon. Das ist ein altes japanisches Adventure-Spiel mit leichten Rollenspielelementen. Und zwar spielt man hier als, wie heißt es, als Agenten der, der Impossible Missions Force, also aus dieser alten Fernsehserie, wohlgemerkt nicht aus den neueren Kinofilmen, sondern dafür ist das Spiel auch zu alt, ist von 82, also richtig, richtig alt. Habe ich vielleicht sogar falsch angegeben im Titel, ist PC-80, dieses Spiel. Und ja, dann werden wir uns einmal hier die Geschichte anhören. Ganz oben links ist dann halt altes Kassettenabspielgerät Ponika, das steht für Pony Canyon, quasi die Firma, die dieses Spiel lizenziert hat. Gibt es übrigens auch heute noch. Ja, und dann mal schauen, was hier quasi unsere Aufgabe für dieses Spiel ist. Und zwar, guten Morgen, Mr. Phelps. Wir haben herausgefunden, dass es sich beim Gebäude im dritten Block um eine Geheimbasis feindlicher Spione handelt. Ihre Aufgabe lautet, in dieses Gebäude einzudringen, die Geheimdokumente an sich zu nehmen und die feindlichen Aktivitäten zum Stillstand zu bringen. Sollte sie oder eines ihrer Mitglieder während des Auftrages gefasst oder getötet werden, müssen wir leugnen, sie zu kennen. Wie üblich wird sich dieses Material in wenigen Sekunden selbstständig vernichten. Das ging ein bisschen schnell, das musste ich mir quasi im Voraus notieren, damit ich das alles rechtzeitig mitbekam. Ja, und hier ist jetzt noch eine weitere Beschreibung, wo hier steht, das war es an Informationen, mehr können wir Ihnen nicht sagen, aber im Inneren des Gebäudes sollen sich eine Menge Feinde befinden und die Geheimdokumente befinden sich im Archiv. Aber wir wissen nicht, wo sich das Archiv befindet. Der einzige Anlasspunkt ist ein geheimes Zimmer, das Sie ausfindig machen müssen. Beseitigen Sie zunächst die Feinde und entscheiden Sie im Anschluss, ob Sie das Zimmer vernichten oder Sie etwas stehlen wollen. Wir geben Ihnen die notwendige Ausrüstung, die Sie brauchen, um das Zimmer zu vernichten. So, und ja, jetzt können wir quasi uns einen Charakter erstellen oder vielmehr er wird rein zufällig erstellt. Ja, und der hat sogar auch dementsprechend Statuswerte. Also, ein bisschen kompliziert. Also von oben nach unten, hier bei diesem gelben, das ist Taikyūryoku. Das kann in etwa so Ausdauer. Das haben wir aktuell auf 17. Das Beste, was ich mal hatte, war 19. Genau weiß ich nicht, was das macht. Taijoku hingegen, das ist sehr, sehr wichtig. Also das Blaue, was wir aktuell mit 12 haben, das entspricht in etwa Körperkraft. Das gibt an, wie viel, was sind das, Kilogramm oder so an Gepäck wir mit uns rumschleppen können. Also das ist sehr wichtig. Und wenn man verletzt wird, man kann maximal 2 Treffer im Spiel einstecken und nach dem zweiten Treffer ist man immer tot. Aber wenn man einmal getroffen wurde, dann kann man sich theoretisch in einer Krankenstation einmal hochheilen. Dabei verliert man aber einen Punkt halt auf Taijoku, also auf Körperkraft von dem Blauen hier. Und wenn man zufällig mehr, Items oder so mit sich herumträgt, als man Körperkraft hat, dann ist man sofort tot. Oder zumindest man stirbt, sobald man die nächste Aktion ausführt. Das ist mir tatsächlich mal passiert, dass ich durch diesen einen Verlust an Körperkraft, durch diesen einen Punkt, dann plötzlich hinterher gestorben bin. Darunter Seikakusei, das Rote, was sie auf 1 haben. Ich glaube, das ist Genauigkeit oder so in der Richtung. Dann darunter die 4, das sind, ich bin mir nicht ganz sicher, sowas wie, entweder sowas wie Schnell- oder Explosivkraft. Oder, ja, vielleicht richtet sich das, keine Ahnung, in Bezug auf explosive Waffen, also Granaten oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Darunter ist Handan-Yoku.
Mit 3, das Urteilsvermögen und schließlich Glück mit 1. Prinzip sind die Werte. Ich glaube, damit kann man arbeiten. Wirklich vom Hocker hauen sie mich aber nicht. Also, die werden jedes Mal neu generiert und die Dungeons und sonst was, oder vielmehr das eine Dungeon, in das wir gleich reingehen, das wird auch jedes Mal mit Neustarten dieses Spiels, wird das auch wieder neu, ja, zufällig quasi ausgewürfelt. Ich versuche es einmal hiermit, ob ich es schaffe. Das Spiel ist nämlich nicht leicht oder an und für sich. Kann man es gut durchspielen, aber es gibt immer so ein paar dumme Todesfallen, bei denen ich keine Ahnung habe, wie man den umgehen kann. Aber gut, bevor wir hier jetzt unsere eigentliche Mission beginnen, haben wir hier eine ganz aufregende Item-Tabelle. Und zwar sind hier 14 verschiedene Waffen oder Ausrüstungsgegenstände, die wir mitnehmen können. Durchnummeriert, hat 1 bis 14. Dann jeweils die Bezeichnung auf Japanisch. Und dann so in der Mitte ist das Gewicht. Ja, und da wir, wie heißt es, Körperkraft 12 hatten, kann ich insgesamt ein Gewicht von 12 mit mir rumtragen und nichts mehr. So, und dann ganz rechts ist die Zerstörungskraft. Hier bin ich mir nicht ganz sicher, was das eigentlich genau soll. In gewisser Weise macht es Sinn, wenn ich hier einmal durchgehe. Bei der Nummer 1 haben wir einen Flammenwerfer. Ja. Stellt euch bitte einmal vor, ein Geheimagent, der sich in eine feindliche Basis hineinschleicht und mit einem Flammenwerfer um sich schießt, beziehungsweise alles wegbrutzelt. Toller Geheimagent. Also, keine Ahnung, aber. Es ist die schwerste Waffe mit 7, Zerstörungskraft 10. Theoretisch so ziemlich die stärkste Waffe im Spiel. Aber an der Zerstörungskraft oder vielmehr, ich habe damals zumindest nicht gemerkt, dass ich durch diese Waffe irgendwie mehr Gegner töte. Also verstehe ich nicht ganz, was das bedeutet. Darunter haben wir eine Assault Rifle, also ein Sturmgewehr mit Gewicht 6, Zerstörungskraft 9, auch super. Dann Submachine Gun, also Maschinenpistole. Dann kommen wir jetzt zu den traditionellen, denke ich mal, so Spionagewaffen oder die ich mir zumindest so eher unter, keine Ahnung, so Spion vorstelle. Da haben wir eine Walther P38, Sieg 2, Zerstörungskraft 6 und eine Dellinger. Ja, und also eine kleine Pistole oder Taschenpistole. Ja, Gewicht 1, Zerstörungskraft 5. Und dann haben wir hier bei Nummer 6, das ist eine Handgranate. Darunter ein Messer. Und schließlich irgendwie Pulverfass oder so. Weiß ich, Pulverfass oder, wie heißt das so? Eventuell noch so Munitionsvorrat, bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine Pulverfass. Und von 6 bis 8, ja, bei denen kann man. Oder wiegen 3 von denen jeweils 1, also 1 Kilogramm oder was auch immer die Gewichtseinheit ist. Also ich kann zum Beispiel 3 Granate oder 3 Messer mitnehmen und die wiegen jeweils 1. Ja, und was wir definitiv brauchen werden, das ist Granaten, werde ich dann später zeigen, wofür die so extrem wichtig sind, weil, oder vielmehr. Ja, kurz sagen, wir sollen der nicht nur eindringen und vielleicht ein paar Gegner töten, sondern wir sollen auch die Räume vernichten, alle Beweise vernichten und so. Und dafür braucht man irgendwelche Sachen mit der hohen Zerstörungskraft. Und ich glaube, da kommen nur die Handgranaten bei Nummer 6 in Frage oder bei Nummer 12. Das ist eine Zeitbombe. Gut, dann haben wir Nummer 9. Das brauchen wir auf jeden Fall. Hierbei handelt es sich um einen Koffer. Da müssen wir dann die, keine Ahnung, Spezialunterlagen oder so, müssen wir die drin transportieren. Also ohne den kann man das Spiel nicht schaffen. Dasselbe gilt für die Nummer 11. Ich bin mir nicht
ganz genau sicher, was das sein soll. Irgendwie ein Kit oder Werkzeugset, um Dokumente sicherzustellen oder möglicherweise zu kopieren. Das ist auch auf jeden Fall auch absolut notwendig, um das Spiel zu schaffen. Spaßeshalber nehme ich die Nummer 10 mit. Das ist so ein Verkleidungsset, mit dem wir uns verkleiden können. Ich habe aber nie herausfinden können, wie das genau funktioniert. Keine Ahnung, gibt hierzu keine Guides oder sonst was. Schließlich, ja, 12 habe ich erklärt, das war die, ja, es ist Zeitbombe. Bei 13 haben wir Schlafgas und bei 14 schließlich ein Feuerlöscher. Gut, jetzt, was wir auf jeden Fall noch brauchen, das ist eine vernünftige Waffe und dafür nehme ich die Walther P38, ein Exemplar. Momentan schleppen wir ein Gewicht von 5 mit uns herum. Das heißt, ich habe noch 7 frei. Und das will ich jetzt mit Granaten füllen. 7x3, wir können maximal 21 Granate mit uns rumführen. Ich bin mal bescheiden, wir führen nur 12 Granate mit uns. Ganz bescheiden. So, da könnt ihr jetzt noch einmal unsere Ausrüstung sehen. Und ja, jetzt beginnt das eigentliche Spiel. Wir stehen jetzt vor dem Gebäude und dringen hier ein und können uns mit den Richtungstasten 2, 4, 6 und 8 jeweils fortbewegen. Ihr könnt auch sehen, wir befinden uns hier in. Wir befinden uns hier in so einem Gang. Und ja, das Gebäude hat 6 Etagen. Und auf jeder Etage gibt es 10 Türen, die wir durchsuchen müssen. Wir wollen rein. So. Und ja, hier haben wir dann schon mal den ersten Raum. Das ist ein Raum Nummer 101. Das ist ein Forschungszimmer, in dem sich 5 Gegner befinden. Wollen wir gegen die kämpfen? Natürlich wollen wir das. Dafür benutzen wir unsere Walther P38 und schießen die einmal weg. So. Jetzt haben wir da rechts dieses Viereck. Ja, und das ist quasi der Raum. Das rote soll dann wohl die Tür darstellen. Und die weißen Quadrate, das sind die Bösewichter. So, jetzt gibt es zwei Methoden, wie wir angreifen können. Mit Nummer 1 schießen wir einfach wahllos durch den Raum. Oder mit Nummer 2 können wir speziell zielen. Bisher hatte ich die Erfahrung gemacht, dass sich 2 nicht lohnt. Deshalb benutze ich 1. Ich habe aus Versehen verfehlt. Leider. Hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass ich so dass mein Statuswert bei Zielen so niedrig ist. Oh, das bedeutet, ich wurde einmal getroffen. Oh oh. Wenn ich nochmal getroffen werde, dann bin ich tot. Nice. Gerade erst angefangen und gleich schon tot. Ich versuche hier jetzt einmal, wie heißt es, speziell zu zielen. Und da wird dieser Raum in 4 Quadranten eingeteilt, A, B, C oder D. Und hier gebe ich jetzt an, in welche dieser Quadranten ich schießen möchte. Und da mache ich zum Beispiel mal A, weil dort sind 2 Feinde. Das heißt, ich habe jetzt diese beiden getroffen. Oh, und ich wurde erwischt und schon bin ich tot. Hurra, erster Kampf und direkt tot. Jo, so kann es in diesem Spiel leider gehen. So schnell kann man sterben. Ja, wir wurden halt von den schließlich von den feindlichen Angriffen halt getötet. Ja, es ist dem Hauptquartier tut es natürlich leid. Unsere Bewertung für diese Mission lautet, ja, ist es, dass wir als Bio nicht geeignet sind. Ja, Mission fehlgeschlagen oder ja, und ob wir es nochmal versuchen wollen. Ja klar, ich möchte einmal einen sauberen Spieldurchlauf haben. Jetzt seht ihr, wir haben 12, 3,
Also die unteren Werte gefallen mir recht gut. Ich finde nur unsere, ja, ist das Körperkraft mit 7 ein bisschen niedrig. Ich versuche es aber trotzdem mal. Dann nehme ich nur die Walter P38 mit, die hat nur 2 wiegt. Ein Köfferchen, das wiegt 1. Und dieses Dokumenten, keine Ahnung, Sicherungskit oder was auch immer, kostet auch 1. Das heißt, das sind 4. Kann noch 3 tragen, das wären 9 Granaten. Mit 0 beenden wir die Auswahl. Und das wär's jetzt. Also kommen wir zu unserem zweiten Versuch. Hoffentlich schaffe ich es jetzt ein bisschen mal. Ja, das Spiel ist halt entweder extrem schwer oder extrem einfach. So, hier sind wir jetzt in einem Maschinenraum. Wir könnten den theoretisch zerstören, so wie das Spiel das jetzt sagt. Aber wenn wir das machen, dann explodiert das gesamte Hauptquartier und wir fliegen mit dem in die Luft. Also nein, das wäre der Tod. So, jetzt laufe ich weiter und durchsuche Raum 103. Hier ist sowas wie eine Radar-Empfangsstation oder so mit 7 Gegnern. Wir versuchen die zu besiegen mit unserer Walter. Ja. Und hier schießt sie einfach mal wild durch die Gegend und hab 3 Gegner getötet. Sauber. Ah, wir wurden schon wieder getroffen. Dabei haben wir doch eigentlich einen hohen Glückswert. Ich glaube, heute ist der Zufall nicht auf meiner Seite. Okay, zumindest sind jetzt 4 schon mal tot. Hier wird jetzt, hier steht jetzt, dass sich in diesem Raum wichtige Informationen befinden und wir werden gefragt, ob wir unseren Koffer, einen Koffer bei uns haben. Drücken wir ja. Und jetzt können wir die Sache, die Dokumente, keine Ahnung, entweder da reinpacken oder kopieren oder was auch immer das ist. Und wir können den Raum zerstören. Ist keine absolute Pflicht, um das Spiel abzuschließen, aber dafür gibt es Punkte. Und zum Zerstören brauchen wir halt die Granate. Dann drehe ich mich doch mal nach rechts um, komme zu Raum Nummer 104. Und hier ist wieder nur ein langweiliger Maschinenraum. Hier hat uns Licht. 5. Wieder so ein Radar. Zimmer. Versucht ihr alle wegzuballern. Hat sogar geklappt. 4 tot. Ja, und jetzt wiederholt sich das Spielchen eigentlich die ganze Zeit. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich, wie heißt es, meinen Koffer mit habe und die Dokumente kopieren möchte. Und ob ich den Raum vernichten will. Und das Vernichten, das gibt halt, ja, soweit ich weiß, extra Punkte. Aber man kann theoretisch versuchen, das Spiel auf Punkte zu spielen. Aber das ist bei mir nie gut gegangen, weil ich nach der Zeit immer in eine Todesfalle hineingeraten bin, die man irgendwie nicht vorhersehen kann oder wo ich noch keinen Trick herausgefunden habe. Moment, da ist der Lagerraum. Gegen die wollen wir nicht kämpfen, weil uns das, glaube ich, nichts bringt. Hier ist noch ein Forschungszimmer mit 6 Gegnern. Die bekämpfen wir einmal. Jawohl, 5 getötet. Und der hat uns verfehlt. Ich attackiere den nochmal und tot. So, jetzt können wir hier wieder die Informationen an uns nehmen. Und den Raum mit einer unserer Granaten zerstören. Jo. Und ja, es ist halt sehr ein Spiel auf Risiko. Je länger man durch dieses Dungeon halt durchgeht, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch dann erwischt wird von der Falle. Ja, und ja, weiß ich, das ist halt ein bisschen ätzend mit der. So, hier sind wir in irgendeinem, wie heißt es, Besprechungs- oder so taktischer Besprechungsraum oder sowas. Versuch wieder die Gegner zu killen. So, die haben mich zum Glück verfehlt und ich habe noch meine Chance. 3 gekillt. Jawohl, noch 2 gekillt und jo.
wieder Informationen an uns genommen und den Raum zerstören wir natürlich auch. Jetzt kommen wir zum letzten Raum in dieser Etage. Nummer 110 ist wieder ein Forschungszimmer mit 5 Gegnern, die wir hoffentlich schnell besiegen können. Nein! Ui, ich wurde erwischt und bin tot. Ja, tut mir leid. So kann das in diesem Spiel leider gehen. Leider sehr häufig der Fall. Treffer 6. Urteilsvermögen 5. Mal schauen, ob mir das was bringt. Granaten. Nochmal 9. Ja, und da ist jetzt das Doofe. Jetzt dürfen wir das leider alles nochmal machen. Hoffe, dass es diesmal besser läuft. Ich habe leider keine, wie heißt es, Krankenstation gefunden, wo ich meine Wunden hätte versorgen können. Wieder ein Forschungszimmer mit 8 Gegnern. Mal schauen, ob ich die jetzt mit der höheren Zielgenauigkeit besser erledigen kann. Und ich verfehle. Oh, Gegner haben mich wieder erwischt. Wieder verfehlt. Wow, ich bin schon wieder tot. Ich probiere mal was. Ich resette einmal das Spiel. Aber so viel Pech hatte ich ehrlich gesagt noch nie in kurzer Zeit, dass ich so oft gestorben bin. Okay, ich weiß, das sagen jetzt wahrscheinlich viele Leute, die bei irgendwelchen Videospielen dauernd sterben, aber... Ja, ich habe es halt schon mal gespielt. Würde aber gerne wenigstens einmal noch einen schönen Spieldurchlauf bekommen. Ja. Und möglichst auch irgendwas, wo ich keine Save States oder sonst was benutzen möchte, sondern ich glaube, ich habe es vielleicht sogar einmal ohne geschafft. Meine ich zumindest. Aber keine Ahnung, ich möchte es noch einmal probieren, in der Hoffnung vielleicht, dass ich irgendwie ein bisschen mehr von dem Spiel verstehe. So, hier nochmal die üblichen Informationen. Hier ist unser Charakter. Das sind außerordentlich schlechte Werte. Wow. Sehe schon, ich habe heute echt nicht das größte Glück. Ja, das ist dann, keine Ahnung, der Vorführeffekt. Ah, endlich. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Nach dem Motto ausgerechnet dann, wenn andere Leute zugucken oder man irgendwas vorführen muss oder so, auf einmal stellt man sich dann plötzlich furchtbar schlecht an. Ja, da ist dieser Vorführeffekt jetzt in voller Wirkung. Auch ein bisschen blöd, dass man sich beim Neureinladen immer wieder diese Information ansehen muss. Und es gibt halt keine Möglichkeit, die Statuswerte nochmal schnell irgendwie wieder ist das zu generieren. Also sowas wie so ein Befehl wie neu, Statuswerte neu generieren gibt es leider nicht. So, momentan sieht das nicht so schlecht aus. Unsere Körperkraft ist mit 7 immer noch sehr gering. Aber wie heißt es? Treffsicherheit und die anderen Werte da unten sind relativ gut. Das Maximum bei denen ist nämlich 6. Also die unteren 4 Werte sind immer zwischen 1 und 6. Und momentan würde ich sogar sagen, sehen die relativ gut aus. Von daher möchte ich es hiermit nochmal probieren. Wieder alte Konfiguration. Die Sache mit, die wir auf jeden Fall brauchen werden. Und dann 9, wie heißt das, Granaten. Damit haben wir unser Gewicht von 7 Kilo wieder erreicht.
Schwerere Waffen oder so kann ich halt leider nicht tragen, einfach weil mir dazu ja, die Körperkraft fehlt. Also vielleicht hätte unser Agent ein paar Mal mehr im, im Fitnessstudio trainieren sollen. Aber wer weiß, vielleicht ist das auch seine Tarnung. Weil ich, dass die Leute ihn da nicht ansehen, dass keine Ahnung, er was auf dem Kasten hat. Oder sie, keine Ahnung. Ah ne, Quatsch, wir spielen den Phelps. Also, okay, ist ein Mann. So, das hier ist wieder so ein Radarzimmer. Alte Spielchen. Leute töten, Informationen stehlen und Raum in die Luft jagen. Nochmal ein Radarzimmer. Meine Güte, wie viele sind wir doch? Okay, momentan töten wir die Gegner relativ schnell. Aber wir treffen die ziemlich gut. Wurden bisher selber noch nicht getroffen. Das lobe ich mir. Also wieder so ein Beratungszimmer. Einsatzzimmer. Boah, 8 Gegner auf einmal gekillt. Mit einer Salve unserer Walter P38. Hier einmal die Informationen stibitzen und dann wieder den Raum vernichten. Das geht jetzt so lange weiter so, bis wir das Archiv finden. Oh, wieder 8 auf einmal besiegt. Geil. Ja, und für all diese Aktionen hier müsste es halt zusätzliche Punkte geben. Ob man generell für das Töten von Gegnern Punkte bekommt, das weiß ich leider nicht. Aber ich will unnötige Kämpfe halt vermeiden, damit ich nicht sterbe. So, was wir jetzt machen müssen, ist in den Aufzug gehen. Und das ist immer das Schlimmste. Es gibt insgesamt 6 Etagen. Und das Problem ist, hin und wieder, wenn man mit dem Aufzug fährt, ja, gerät man zufällig irgendwie in eine Falle und ist sofort tot. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht genau, was passiert. Oder wie man das irgendwie verhindern kann. Keine Ahnung. Hier heißt es einfach nur Finger kreuzen und auf gut Glück hoffen und beten, dass man nicht sofort gekillt wird. Ich wüsste auch gerne, wie man dem irgendwie entkommt. Keine Ahnung, vielleicht meldet sich ja irgendwann mal jemand, der Ahnung von dem Spiel hat, aber das ist so alt. Also es ist schon ein Wunder, wenn man überhaupt irgendwelche Internetseiten findet, die dieses Spiel erwähnen. Und dann schafft es in der Regel, oder habe ich zumindest niemanden gesehen, es auch geschafft hat, das Spiel durchzuspielen. Also ich glaube, gibt sonst keinen Vollpfosten oder so, der, keine Ahnung, sich hier durchbemüht. So, wieder in einem Radarzimmer. Alle Gegner erledigen, mit Wild durch die Gegend schießen. Informationen stehlen. Und schließlich den Raum in die Luft jagen. Problem ist, wir haben nur noch 4 Granaten. Wenn ich die jetzt benutze, dann nur noch 3. Das heißt, wir können momentan nur noch 3 weitere Räume in die Luft jagen. Wir müssen also irgendwo ein Munitionslager finden. Irgendwie Lagerraum, das brauchen wir nichts. Leeres Zimmer, das bringt uns noch weniger was. Schon wieder ein leeres Zimmer. Ist immer komisch. Aber leere Zimmer und Lagerräume, die bringen uns gar nichts. Zumindest noch mal ein Forschungszimmer. Also das ist dann gut, um ein paar Punkte zu farmen. Wofür die gut sind, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, außer fürs eigene Ego oder so.
Okay, so jetzt müssen wir uns einmal umdrehen und wieder zurück zum Aufzug. Und jetzt heißt es wieder, Leute, beten, dass ich nicht in eine Falle gerate und sterbe. Ich wüsste liebend gerne, was man dagegen machen kann. Aber ich habe keine Ahnung. Nie herausgefunden, was das soll. Oder wie man das umgehen kann. Ah, das hier ist jetzt ein Waffen- und Munitionslager. So, hier muss man vorsichtig sein. Hier darf man keine Explosivwaffen verwenden. Logischerweise. Denn sonst explodiert hat das gesamte Hauptquartier und alle sind tot und man auch. Deshalb muss ich die mit der Walter abschießen. Und ich darf den Raum gleich nicht zerstören. Hier kann ich jetzt, wie heißt es, Granaten mitnehmen. Theoretisch könnte ich 6 tragen. Ich mache momentan aber noch nichts. Ich merke mir den Raum. Das war die 310. Da werde ich später wieder zurückkommen und mir dort neue Ausrüstung holen. Denn die Gegner, die respawnen nicht. Einmal tot, sind sie tot. Aber die haben mich verfehlt. Geil. Das kommt dann wahrscheinlich davon, weil die 4 unteren Werte, die ich da hatte, dass die so hoch sind. Deshalb treffe ich jetzt so häufig und kann so gut ausweichen. Wie das alles genau funktioniert, weiß ich halt, wie gesagt, leider nicht. Leider nie herausgefunden. Ich glaube, da müsste man auch irgendwie, keine Ahnung, entweder den Entwickler finden oder, wie heißt es, sich den Code vom Spiel ansehen. Dazu fehlen mir halt die Kenntnisse. Aktuell ist das jetzt Raum 307. Den zerstören wir jetzt auch mit der Granate und dann müssen wir uns jetzt neue Munition holen. Das bedeutet, wir kehren einmal um. Gehen einen Schritt in Richtung Aufzug, betreten den Waffenraum, also Waffen- und Munitionsraum. Hier nehmen, wir können maximal 9 mitnehmen. Ich gehe mal auf Nummer Vorsicht und nehme nur 6 mit. Für den Fall, dass, wie heißt es, dass ich irgendwie einen Lebenspunkt verlieren sollte und ich meine Lebenspunkte heilen muss, dann würde ich ja einen Punkt Körperkraft verlieren. Und dadurch könnte ich halt sterben. Deshalb, das will ich lieber nicht machen. Moment. Die muss ich erst mit der Walter erledigen. Und jetzt Informationen stehlen. Sicherstellen. Und den Raum mit der Granate vernichten. Sind jetzt bei 5 Granaten. Und Raum 305. Auch nochmal ein Radarzimmer. 3 Gegner erledigt. Genau, auch wieder stören. Nice. Also momentan läuft es ganz gut. Ich habe nur halt bis, ja, das war später diese Fallentappen. Hier so ein Besprechungsraum. Auch nur 3 Gegner, das ging ganz gut. Dieses Spiel ist halt insofern interessant, als dass es hier tatsächlich schon Statuswerte gibt, die auch wirklich Auswirkungen auf, ja, heißt es, die Kämpfe haben. Ja, Stufen steigen kann man. Oh, was war das? Oh nein, sag bloß, ich habe eine Granate geworfen. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich habe durch die 5 getötet, also so schlecht war es nicht. Und ich kann trotzdem noch die Informationen einsammeln. Okay, ich dachte, wenn man eine Granate einfach so auf die Gegner werfen würde, dann würde auch der Raum irgendwie beschädigt werden, dass man keine Informationen mehr sammeln kann. Aber scheinbar ist das nicht der Fall. Ich kann also theoretisch so viele Granaten auf die Gegner werfen, wie man lustig ist. Ja, eine Tasche haben wir dabei. Raum vernichten. Dafür nehmen wir wieder die Granaten. Boah, also ich habe jetzt 3 ganze Etagen gekehrt.
Zwar nicht hundertprozentig. Einzelne Gegner sind hier oder da übrig geblieben. Ich glaube, das macht jetzt. So, hier hole ich noch mal 6 Granaten. So, und jetzt wieder Finger kreuzen, dass ich im Aufzug nicht sterbe. Oh! Und es ist wieder passiert. Irgendeine Spezialvorrichtung war das und wir wurden ergriffen und getötet. Also dieses Mal haben wir als Spione bestanden. Also wir haben unsere Arbeit relativ gut gemacht, auch wenn wir das Hauptmissionsziel trotzdem nicht erfüllt haben. Aber wir hatten Pech, sprich, wir sind gestorben. Jo. Ja, so läuft das Spiel. Es ist ehrlich gesagt ziemlich frustrierend. Also die Grundidee ist gut, aber dass man durch solche komischen Zufallselemente plötzlich sterben kann, das finde ich ganz ehrlich gesagt ein bisschen doof. Also ich frage mich, ob es da irgendwie einen Trick gibt, den ich noch nicht durchschaut habe. Weil was soll das für komische Sachen sein. Die Frage, ob man dafür vielleicht ein bestimmtes Item braucht. Vielleicht Messer? Was genau man mit Munition machen kann, weiß ich auch nicht. Dieses Verwandlungsset. Keine Ahnung, was das bringt. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt einsetzt. Und ja, das ist dann ein bisschen schwierig. Toll, Feuerlöscher. Ah. Ja, also, ja, das ist leider ziemlich doof. Gut, dieses Mal können wir 11, also Gewicht 11 mit uns herumschleppen. Ich möchte einmal die Assault Rifle ausprobieren. Die wiegt mit 6 ziemlich viel, aber hat eine höhere Zerstörungskraft als die Bolter. Dann brauchen wir den Koffer. Und dieses Kit hier bei Nummer 11 einmal. Das heißt, wir haben jetzt 8, also Gepäck von 8, und wir können noch 3 weitere Sachen mitnehmen. Das entspräche in etwa 9 Granaten. Beenden. Und ja, weiter geht's. Also ich wünschte, ich wüsste genauer, wie das Spiel funktioniert, weil immer halt solche Sachen vorkommen, weshalb ich es bisher noch nie geschafft habe. Oder ja, einmal habe ich es so gerade eben geschafft, aber ich möchte es halt irgendwie nochmal hinbekommen. Wäre schön, wenn ich das Spiel besser verstehen könnte. Aber da ist jetzt ein Lagerraum, das vernichtet habe. Ich weiß zwar nicht, was das bringt. Ah, das hier ist jetzt ein Behandlungszimmer. Ich versuche mal, die Gegner zu töten. Sind 8 Stück. Hui, ja, alle 8 sogar tot. Hier lasse ich mich jetzt erstmal nicht behandeln und das Zimmer werde ich auch nicht zerstören. Aber ich habe die Gegner beseitigt und ich kann hier jederzeit wieder zurückkehren und behandeln lassen, wenn ich mal verletzt wurde. Ich frage mich, ob diese komische Falle vielleicht was damit zu tun hat, wie viele Gegner ich getötet habe oder vielleicht damit, dass ich bestimmte Gegner am Leben ließ. Weiß nicht, vielleicht darf ich das nicht machen. Entweder alle töten oder ich darf hier nicht so wild herumballern. Also, ja, wie gesagt, komme ich wahrscheinlich nur, aber das Spiel ist leider ziemlich undeutlich in dem, was, in dem, wie die verschiedenen Mechaniken funktionieren.
Raub, hier ist wieder ein Lagerraum. Ich versuche einfach mal jetzt wirklich alle Gegner zu killen. Boah, 9 auf einen Streich. Mit der, was ist das? Assault Rifle, also Sturmgewehr. Gut, das hier war ich auch verdichtet. Einfach jetzt mal alle Gegner erledigen. Keiner am Leben lassen, mal schauen, ob dann immer noch diese komische Falle da ist. Oder ob die Falle nur was mit Glück zu tun hat. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben oder was mir hier entgeht. Ja, leider auch keine Guides oder so. Jetzt fahren wir mal Etage 2 und arbeiten uns weiter vor. Alle Gegner erledigen, Dokumente sichern und die Basis nach und nach auseinandernehmen. Schauen wir mal hier rum. Das ist wieder so ein Lagerraum. Lieben Gegnern. Hui. Auch alle erledigt. Bei Raum 208. Zimmer können wir auch verdichten. Ich probiere es einfach mal. Keine Ahnung, ob das was bringt. Zumindest schien es jetzt auch nicht zu schaden. Das hier ist wieder ein Behandlungszimmer, also wo wir Lebenspunkte heilen können. Aber wie vorhin auch, werde ich da erstmal nichts machen. Kann ich mir theoretisch merken, Zimmer 207 ist ein Behandlungszimmer. Wird nur mal dotiert. Also falls wir verletzt werden. Gut, das hier ist jetzt wieder so ein Waffenlager. Natürlich wollen wir angreifen. Wieder mit Assault Rifle. Jo. Alle Gegner wegballern. Und wir nehmen uns 5 Granaten. Damit haben wir 6. Den Raum bloß nicht vernichten. Wieder so ein Lagerraum. Ein Gegner, den wir hier finden, erledigen. Und alles vernichten. Also ist die Frage, ob man durch dieses ganze Vernichten und sonst was vielleicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und deshalb dann vielleicht bestraft wird. Ja, oder ob es halt einfach nur Zufall ist. Da würde ich mir wünschen, dass das Spiel da irgendwie, keine Ahnung, deutlicher gewesen wäre. Ja, wer weiß. Vielleicht gibt es was absolut Offensichtliches, was bei ich hier wäre. Wieder ein leeres Zimmer. Ich vernichte es einfach mal. Ja gut, gleich werde ich auf jeden Fall noch mal heißt es Munition besorgen müssen. Schauen wir das Munitionszimmer hier. Jo, immer 4 mit. Warum nicht vernichten? Vor dir frage ich mich jetzt echt, ob es sich irgendwas gibt, was man einsetzen kann. Drücke mal willkürlich ein paar Tasten. Passiert aber nicht. Geil. Jo. Bleibt uns nur auf RNGesus zu hoffen, dass wir da nicht schon wieder drauf gehen. Lagerraum. Kennt mittlerweile das Prozedere.
Ja, dieses Spiel ist insofern halt, denke ich, für, sag ich mal, Geschichte der Rollenspiele in Japan interessant, als dass es, ja, es ist zum einen halt sowas wie Statuswerte und dergleichen einführt. Und wie heißt es? Wir haben hier quasi so eine Art Dungeon in der Ego-Perspektive, durch das wir uns durchkämpfen. Keine Ahnung, wäre die Frage, ob das vielleicht irgendwie im entferntesten Sinne von Dungeons und Dragons inspiriert ist, nach dem Motto, sich von Raum zu Raum schlagen, Gegner bekämpfen und so. Fände ich jetzt theoretisch gar nicht mal zu abwegig. Ich weiß nur nicht, ob 82 wirklich schon wie weit da Dungeons & Dragons in Japan schon ausgebreitet hatte. Ob es da vielleicht schon so die ersten Leute gab, die, wie heißt es, das über Importe oder so eingeführt haben. Ich glaube, Ultima und Wizardry und so, die sollen, weiß nicht, 83 oder so offiziell lokalisiert worden sein. Aber ja, es kann ja genauso gut sein, dass einige Japaner, ja, es die Spiele auch vorher schon, ja, es importiert haben. Auf diese Art und Weise vielleicht auch so Rollenspiele gekommen sind. Und wer weiß, dann vielleicht so prinzipielle Ideen dann hier schon umgesetzt haben. Oder das ist wirklich eine ganz eigene japanische Kreation. Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich kann es halt leider nicht. Ich finde es aber prinzipiell, dieses Spiel, weiß ich, ist so ein, wie man es jetzt auch sehen mag, ist es irgendwie ein interessanter erster Versuch. Also gibt ja, denke ich, ein paar gute Ideen, aber im Endeffekt ist, weiß ich, jetzt so ein bisschen dadurch ruiniert, dass, wie heißt es, durch so einfache Zufallsdinger oder so einem plötzlich ein ganzer One ruiniert werden kann. Hier mir mal, 302 ist Behandlungszimmer, oder? Ah, ne. Ne, Moment. Ne, ne, ne. Behandlungszimmer war Ilioshitsu. Das hier ist jetzt Shilioshitsu. Das ist das Archiv. Endlich ist die Zeit gekommen, wo du deine wichtigste Pflicht erfüllen kannst. In diesem Raum sind oder wichtige Informationen oder Dokumente versteckt. Und hier ist jetzt dieses komische Set, weiß ich, Dokumentenkopier oder Bergungsset oder was auch immer, werden wir jetzt gefragt, ob wir das mit uns führen. Das ist das, was ich am Anfang immer als Nummer 11 mitgenommen habe. Ganz wichtig, ja, wir haben es dabei. Also hurra, du hast es mitgenommen. Und jetzt werden wir gefragt, natürlich haben Sie auch einen Koffer dabei, in den Sie die Unterlagen reintun können, oder? Ja, haben wir. Jawohl, geschafft. So, und damit haben wir quasi die Hauptquest des Spiels geschafft, bestanden. Jetzt ist nur noch die Frage, jetzt haben wir zwei Optionen. Entweder wir durchsuchen den ganzen Rest dieses Turms, töten alle Gegner, sammeln alle sonstigen Informationen ein, vernichten die ganzen Räume und dadurch können wir theoretisch eine ganz hohe Punktzahl einsacken. Oder aber wir verschwinden sofort hier. Ja, und ich bin dafür, den letzten Raum auf dieser Ebene noch zu clearen. Und danach sofort verschwinden, weil ich keinen Bock habe, irgendwann zwischendurch wieder einmal zu sterben. Denn das ist mir so oft passiert, wo ich quasi diese wichtigen Informationen schon hatte, quasi die Mission schon bestanden hatte und dann wollte ich fliehen.
Aber dann kam wieder diese komische Falle. Und irgendwie habe ich so im Blut, dass das jetzt auch wieder passiert. Wette, ich gehe jetzt da rein und ich bin tot. Ich hab's geschafft. Ich bin nicht gestorben. Okay. Bin jetzt im Begriff, dieses Spiel endlich durchzuspielen. Nochmal. Ein schöner One. Jawohl. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind Ihnen außerordentlich dankbar. Dank Ihnen konnten wir die feindlichen Spionageaktivitäten unterbinden. Das Resultat oder Endergebnis oder so Ihrer Spionageaktivitäten oder Ihrer Pflicht liegt bei 4480 Punkten. Möchten Sie es noch einmal versuchen? Ich persönlich bin damit jetzt eigentlich zufrieden. Das ist jetzt überhaupt das zweite Mal, dass ich das so jetzt schaffe, ohne irgendwie Save States oder so zu benutzen. Und das reicht mir persönlich auch. Wie heißt es? Also da bin ich eigentlich schon happy damit. Wir könnten theoretisch versuchen, oder man hätte theoretisch versuchen können, mehr Punkte zu bekommen, indem man sich doch weiter dort umgesehen hätte und gegen mehr Gegner gekämpft hätte. Und mehr wichtige Informationen gesammelt hätte und so. Aber ja, das war halt zu unsicher, da halt immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass man in diese Todesfalle hineingerät, sobald man den Aufzug betritt. Und dementsprechend bin ich eigentlich zufrieden, dass ich das Spiel jetzt mit dieser, oder dass ich das jetzt so komplett einmal abgeschlossen habe. Ich habe das gute Ende. Wir haben unsere Pflicht erfüllt. Wir sind lebendig rausgekommen. Und wir wurden jetzt mit so einer schönen Punktzahl belohnt. Theoretisch können andere Leute gerne probieren, auch zu machen oder versuchen, eine bessere Punktzahl zu bekommen. Mit Save States war das Beste, was ich halt jemals bekommen habe, waren irgendwas mit über 9000 Punkten. Ja, also da ist theoretisch noch einiges, was man rausholen kann. Aber wie gesagt, mir ist das so unsicher. Ich werde es erstmal hierbei belassen.